Ja, servus, willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin's, der MacGurago, und das ist immer noch der Jedi Knight 2, der Jedi Knight Outcast. Wir sind, wo sind wir denn? Wir sind immer noch in diesem Lelonic-Gürtel unterwegs, in dieser Basis der Wiedergeborenen, haben da schon so einige Landungsschiffe zerlegt und ja, sind auf der Suche nach dem, Schiff, die Doom River, haben wir gelernt. So, die Doomgiver und sollten diesen Reaktorraum überlegen. Wir können ja mal auf das Missionspanel gucken. Oh, Risiken der Reaktoranlage. Wir sind also noch im Reaktor. Also geht's weiter. Mal schauen, was uns. Hallo? Aufgeben, sterben? Nein, abgelehnt. Neues Missionspanel. Oh, wir haben den Reaktor überlebt. Und ja, haben hier ein neues, größeres Problem. Da hatten wir doch eine passende Waffe gehabt, die sowas lösen sollte. Imperial Schnellfeuergewehr. Ah, genau, da war sie doch. Ich habe sie gesehen. Und zwar das Ding bräuchten wir. Ah, das Munition alle. Okay, ja. Dann versuchen Sie mal auf die Einmodestour. So, erstmal die Freunde entsorgen. Und ein bisschen Munition einsammeln. Ah, da fehlt uns noch die Zugangskarte. Ich will aber leider noch nicht weiter vorrücken. Genau deswegen wollte ich eigentlich nicht vorrücken. Ja, wir gehen durch die Tür. Kann er nachkommen? Ah, jetzt haben wir für ihn wieder Munition. Ja, das war nix. Das geht ja schon wieder mal super los hier. Aber wir haben so ein Prinzip verstanden. Wir dürfen nicht so weit nach vorne rücken. Dann kommt uns dieser Kampfläufer nicht entgegen. Und rechts und links sind ein paar von diesen kleinen Freunden hier. So, dann sollten wir uns wahrscheinlich mal eine Position suchen, wo wir die Freunde da oben zerlegen können. Okay, da haben wir die Munition. So, da haben wir erstmal ein weniger. Okay. Kurz versuchen zu heilen. Da haben wir dann relativ wenig Munition für den Freund jetzt. Und da haben wir einen Kampfläufer im Wege. Ich warte noch kurz, bis wir weiter aufgeladen sind. Dann versuche ich dann kurz den Quicksave. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Munition einsammeln können. Okay, jetzt kommt der Quicksave. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit haben wir erstmal Möglichkeit, überhaupt hier zu agieren. Ja. Ich habe keine Ahnung, was uns gerade getroffen hat, aber es hat uns umgehauen. Jetzt verstehe ich. Es reicht ein Schuss von dem Freund aus mit seinen großen, gelben, ja, nein, grünen etwas. Und wir kriegen Probleme. Ist nicht toll. Also, ich finde es nicht so toll.
Wir haben 90% Health und ein Treffer von dem Freund zerlegt uns. Das kann's doch nicht sein. Okay. Den Triumph kosten wir so weit aus, dass wir kurzerhand speichern. Ah, nein. Hä. Ist das Munition oder nicht? Aber gut. Hallo? Wer soll jetzt zurückkommen? Die Frage ist, wie kommen... Ah! Alles klärchen! Du willst mich kennenlernen! So, da haben wir auch unsere imperiale Zugangskarte für die Versorgungskapsel da drüben. Der nette Herr hat die so schön auf uns, für uns warm gehalten. Da wollen wir sie ja nicht vergeuden und gehen mal kurz die Überraschungskiste öffnen. Ein Angriffswächter. Und zwar das neue tragbare Modell. So, alles klar. Es geht los. Okay. Okay. Wir sollten vielleicht nicht so viel trödeln. Und den Freund. Der Freund hat eine Bazooka. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es in dem Star Wars-Universum überhaupt eine Bazooka gab. Jedenfalls hat der Freund uns gerade vom Himmel geholt. Okay, das heißt, wir müssen aufpassen. Weil irgendwann müssen wir aussteigen. Okay, da kommt er. Okay, das Teil ist zerlegt. Ich steige lieber mal hier aus. Okay. Die Idee mit Aussteigen war schon die richtige, aber Aussteigen alleine reicht nicht aus. Man muss natürlich die Sache weiter im Griff behalten. Und da sollten wir wahrscheinlich uns beeilen. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie weit dieses Teil überhaupt uns bringt. Ob wir schon eher oder später aussteigen sollten. Oh, da kommt gleich der eine. Dann war da oben einer. Okay, der hat dahin gefeuert, dahin gefeuert. Ja. Die Idee war prinzipiell super, sind auch jetzt ein Stückchen weiter gekommen und ein Stückchen tiefer wieder gefallen. Aber egal, wir werden die Sache schon lösen. Weil wir haben schon an ganz anderen Stellen mehr verzweifelt und von daher denke ich mal, sollte das eines unserer kleineren Probleme sein. Ja. Wobei es interessante Konstruktion, der Meteor sah gar nicht so groß aus von innen. Okay, die beiden Freunde feuern jetzt schon wieder. Ich mag aber noch nicht aussteigen, sondern erst jetzt. Die Frage ist, ob ich hier ein bisschen in Deckung bleiben kann. Die interessante Frage ist, ob wir uns defreundlich irgendwie... Oh, scheiße. Okay, das funktioniert nicht. Die schießen einfach schneller. Okay. Wir können es ja nochmal versuchen, indem wir einfach mal... Obwohl, wenn ich mir die Energie angucke, können wir das auch vergessen.
Wahrscheinlich hilft dir nur eins, ein schneller Jump, Jump, Jump darüber. Okay, die beiden Freunde feuern schon auf uns. Oh, okay. Es geht abwärts. Hallo, Sprung. Da hat die Sprungtaste sich geweigert. Was nicht so nett ist. Gerade erst recht nicht, wenn wir auf Springen angewiesen sind. Ja. Sprungtaste gecheckt. Sprungtaste geht wieder. Okay. Die interessante Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, die da oben auszuschalten? Weil dann könnten wir relativ entspannt und bequem darüber wandern. Oder geht es hier nur die Variante schnell, schnell, schnell? Okay. Wir steigen hier aus. So. Ich weiß nicht, ob wir uns hier verstecken sollten. Er feuert gerade nicht und er da oben. Weiß ich nicht. Okay. Ich versuche trotzdem hier mal mit dem Quicksave. Wenn nicht, endet das Let's Play dann hier. Okay. War eine nette Idee, schlecht ausgeführt. Wir machen die Flitzer-Variante. Weil die Raketen fliegen doch etwas langsamer. Ja, das Ende war schon nah, aber leider nicht nah genug. Aber das Prinzip müsste eigentlich funktionieren. Wir müssen einfach nur schnellstmöglich springenderweise hier rüberkommen. Wobei wahrscheinlich es ungemein hilfreich ist, wenn man an den richtigen Stellen springt. Da habe ich das Gefühl, dass dieser kleine Absteg da oben etwas größer ist. Wir sind nicht direkt rübergekommen. Manchmal hat der Kai doch ein bisschen Probleme, unsere Anweisungen klar und deutlich auszuführen. Manchmal weigert er sich doch ein bisschen zu springen. Oder wir sind schon zu ungeduldig. Hier habe ich das Gefühl, hier habe ich ja ehrlich gesagt das Problem, dass unsere Energie ein bisschen zu Ende war und dass ich deswegen nicht weit genug springen konnte. Deswegen hatte ich an der Stelle jetzt kurz mal innegehalten und habe gehofft, und hatte im Endeffekt ehrlich gesagt gehofft, dass uns da keiner erwischt. Und da ging es wieder mal daneben. Aber cool fand ich die eine Stelle eben gerade, wo uns diese Explosion tierisch weit katapultiert hat. Und wir somit auf die andere Seite gekommen sind. Es ist doch, wir können höchstens mal probieren, ob wir es aus der Ego-Sicht besser schaffen, aber ich glaube es nicht. Und da ging es schon wieder abwärts. Kurz geladen, kurz gesprungen.
Der Keil bringt mich langsam ein bisschen, ich bin nicht mehr nett zu ihm, weil jedes Mal scheint er ein bisschen Sprungprobleme zu haben. Und da hatte er so ein bisschen Probleme. Also die Sprungmechanik ist echt das Letzte. Es ist teilweise nicht wirklich koordiniert möglich zu springen. Wir können es ja mal ausprobieren in der Ego-Sicht, ob das dann anders wird. Damit ging es erst nur schneller abwärts. Okay, einen Versuch starten wir jetzt noch, weil unsere Zeit neigt sich nämlich auch wieder langsam dem Ende. Okay, Kai, du kannst jetzt nicht einmal ausruhen, über nachdenken, was du jetzt so alles falsch gemacht hast, was auch nicht richtig lief. Ja, denn unsere Zeit ist um. Leider weniger erfolgreich. Ein Stückchen sind wir deutlich weit gekommen, aber leider nicht weit genug, wie gedacht. Deswegen sage ich hier schon mal Servus Ade, ich bin Mac Vurago.